An der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden ist im Zuge der Abriss- und Sprengarbeiten ein weiterer Abschnitt eingebrochen. Und zwar handelt es sich da um den Brückenstrang mit Straßenbahngleisen, der ja bereits in der Nacht zum Mittwoch teilweise in die Elbe gestürzt war. Ja, mit Hochdruck versuchen die Einsatzkräfte eben genau diese Teile jetzt wieder aus der Elbe herauszubekommen, denn es droht Hochwasser. Mit lautem Getöse kracht mitten in der Nacht gegen 3.08 Uhr ein weiterer großer Teil der Carola-Brücke in sich zusammen. Wieder der Abschnitt mit den Straßenbahnschienen. Eine Folge der Abrissarbeiten, nichts Überraschendes, so die Polizei. Davor sind die Abrissbagger an der Carola-Brücke angerückt, haben angefangen, Stück für Stück Beton abzutragen. Der ledierte Brückenzug muss heruntergeholt, zertrümmert und abtransportiert werden. Ein Ereignis, das sich viele nicht entgehen lassen wollten. Mit einem lauten Knall ging es am Abend los. Es sind zwei kleinere Sprengungen am Brückenzug C nötig. Versorgungsleitungen wie Fernwärmerohre müssen getrennt werden, die Straßenbahnschienen ebenfalls. Aus Sicherheitsgründen wurden die umliegenden Gebäude evakuiert. Mit dem gezielten Abriss soll dem großen Einsturz der Carola-Brücke zuvorgekommen werden. Vor dem Hochwasser, das für Sonntag erwartet wird, muss alles fertig sein. Die Brücke könnte sonst einfach mitgerissen werden. Die Zeit drängt in Dresden. Und zum aktuellen Stand in Dresden jetzt unser Reporter vor Ort, Lutz Stordl. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn es geht jetzt einfach darum, Teile der Brücke wegzubekommen, bevor das Hochwasser die Stadt erreicht. Wir können hier mal schauen, in der Nacht wurde also am hinteren Ende eine kleine Sprengung durchgeführt. Daraufhin ist dieser hinterste Teil zusammengebrochen. Dort versuchen nun die Kräfte, diese Betonmassen abzutransportieren, zu sprengen, in Teile zu zerlegen. Das ist schwerste Baumasse, die dort weg muss. Man braucht schweres Gerät. Und wenn erstmal dieser Teil, der dort hinten auch Überflutungsgebiet ist, unter Wasser steht, dann kann man eigentlich nichts mehr machen. Dazu ist dann gekommen, dass der nächste Bogen, der die letzten Tage ja schon durchgehangen hat, der ist zusammengebrochen. Da liegen also noch die Gleise drauf. Auch dort geht es darum, kann man das noch wegräumen, bevor das Wasser kommt oder nicht. Es ist also wirklich ein, wenn man diese Masse an Material sieht, ein enormer Kampf. Der Rest der Brücke ist stehen geblieben. Es gab ja auch die Vermutung, dass diese Teile A und B auch einsturzgefährdet sind. Das sind sie wohl noch immer, aber sie stehen erst mal noch. Und nun muss man warten. Im Moment hat die Elbe noch das, was man eigentlich Niedrigwasser nennt. Knapp einen Meter. Morgen soll das Wasser schon auf 3 Meter ansteigen. Das ist dann etwa der normale Pegel. Und alles andere bleibt im Moment noch Spekulation. In Böhmen regnet es, die Schleusen wurden geöffnet, Talsperren wurden abgelassen. Da kommt also Wasser hinterher. Wo genau aber die Niederschläge in Tschechien fallen, da variieren die Wettermodelle immer noch. Es gibt auch Prognosen, dass das ganze Meer an der tschechisch-polnischen Grenze runterkommen könnte. Dann würde eher die Neiße starken Wasserzufluss haben und nicht die Elbe. Also das muss man noch abwarten, aber hier muss jetzt Tag und Nacht gearbeitet werden. 50 Einsatzkräfte sind erstmal an dem hinteren Pfeiler, um dort Beton weiter zu sprengen, und das wird den ganzen Tag heute so weitergehen. Deutschland und die Nachbarländer, die bereiten sich angesichts der erwarteten starken Regenfälle auf teilweise schwere Überschwemmungen vor. Ja, betroffen sind Oder und Donau, aber auch die Elbe, wo die Trümmer der eingestürzten Carola-Brücke den Abfluss der Regenmassen zusätzlich behindern könnten. In Teilen Tschechiens und Polens werden in den kommenden 4 Tagen Rekordmengen von bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. In Österreich und der Slowakei sind die erwarteten Niederschlagsmengen mit etwa 200 Litern pro Quadratmeter etwas niedriger, aber trotzdem enorm. Zur aktuellen Hochwasserlage Philipp Röttger, der sich aktuell an der österreichischen Grenze befindet. Hier in Ruhpolding nahe der österreichischen Grenze ist die Lage noch sehr, sehr entspannt. Es regnet und regnet und regnet zwar, aber der Starkregen, der hat noch nicht eingesetzt.
Der Deutsche Wetterdienst warnt aber immer noch vor genau diesem Starkregen bis Montag früh. Für insgesamt 15 Landkreise hier in der Umgebung wurde auch Alarmstufe Rot ausgerufen. Also man bereitet hier sich schon ein wenig auf diese Wassermassen vor. Anders schaut das aber in Österreich aus. Da bereitet man sich wirklich auf den Ernstfall vor. Da erwartet man heute und auch morgen bis zu 400 Liter pro Quadratmeter. Das kann natürlich dann ganz, ganz schnell zu Hochwasser führen. Die Bundeswehr, die soll im Ernstfall weiterhelfen. Bis zu 1000 Soldaten könnten dann helfen. Außerdem wurde auch die Zugbindung ausgesetzt. Also die Bahn rät, dass man seine Reisen verschieben soll auf nach das Wochenende. Und außerdem werden jetzt auch die Hochwassermauern, die werden sich jetzt genauer angeschaut, an der Donau. Die können ja ausgefahren werden bis auf 10 Meter. Also man geht davon aus, dass die Donau jetzt sehr schnell volllaufen könnte. Genau gleich schaut die Situation auch in Tschechien aus. Auch dort sollen bis zu 400 Liter pro Quadratmeter fallen. Und das könnte dann ein Problem für die Elbe werden und damit auch ein Problem für Deutschland. Die Elbe fließt ja aus Tschechien direkt nach Dresden. Das könnte dann zu einem Hochwasserproblem auch für Deutschland werden. Das dänische Transportunternehmen DSV übernimmt die Logistiktochter der Deutschen Bahn DB Schenker für 14,3 Milliarden Euro. Das teilten beide Seiten heute Morgen mit. Die Bahn erhofft sich durch den Verkaufserlös eine deutliche Reduzierung der Konzernverschuldung. Das Unternehmen plane damit nun Investitionen in Milliardenhöhe in den kommenden Jahren in Deutschland. Mehr innere Sicherheit, aber der Traum vom grenzenlosen Reisen innerhalb Europas, der ist für Deutschland und auch für seine neuen Nachbarländer vorbei. Jetzt geht es nämlich los mit den Kontrollen an allen deutschen Grenzen. Und es war zu erwarten, das gefällt den europäischen Nachbarn so überhaupt nicht. Die Kritik ist groß, vor allem was da noch Deutschland vorhat, nämlich Zurückweisungen. Und da gibt es nicht nur Kritik, da droht jetzt aktuell tatsächlich ein handfester Streit. Die Grenzen zu, Asylbewerber umfassend zurückweisen. Diesen Antrag hat die Union nun im Bundestag eingereicht. Die Koalition hat ihn zur Diskussion in die Ausschüsse verwiesen. Bei der Veranstaltung Bild 100 mit den wichtigsten Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Kultur war das natürlich auch Thema. Der CDU-Parteichef fordert mehr Offenheit von der Ampel. Dann lassen Sie uns das doch mal für 3 Monate ausprobieren. Wenn wir dann feststellen, dass es nicht wirkt, kann man es immer noch wieder zurücknehmen. Merz erntet zugleich Kontra. Europapolitisch diffizile Entscheidungen mit wohlmöglich weitreichenden Folgen mal eben antesten. Deutschland müsse aufpassen, wie man mit den Nachbarländern umgehe, meint die Bundesinnenministerin. Man solle auch das Hochfahren der europäischen Grenzsicherung abwarten. Wir haben ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg gebracht. Da muss man halt auch aufpassen, was man in der Praxis mit den Nachbarn macht und was nicht. Die Bundestagspräsidentin assistiert. Also von Tests und Scheinlösungen halte ich wenig. Ich glaube, wir sollten den Bürgern auch kein Sand in die Augen streuen und etwas versprechen, was am Ende vielleicht rechtlich nicht haltbar ist. Man kann sich einigen. Gestern hat es NRW vorgemacht. Ein umfassendes Paket für mehr Sicherheit und Abschiebung wurde auf den Weg gebracht. Getragen von 2 sehr unterschiedlichen Partnern in einer Koalition. Schwarz-Grün, eine Regierung, aber immer noch 2 politische Lager. Es müssen Dinge kommen, die wirklich eine Lösung sind. Entscheidungen, ob jemand reinkommen kann ins Land oder eigentlich woanders schon sicher ist, an der Grenze zu treffen, wäre dazu ein großer Beitrag. Ja. NRW ist führend in den Abschiebungen, ebenso wie ein anderer schwarzer Ministerpräsident aus dem Süden der Republik. Sind wir bitte ehrlich, uns wächst das Thema Migration über den Kopf. Es spaltet das Land und es ist nach wie vor so, dass viele Deutsche in ihren Städten unsicher sind und sich nicht mehr ganz so zu Hause fühlen. Also brauchen wir einfach eine vernünftige Lösung und die kann am Ende nur darin bestehen, indem wir tatsächlich eine deutliche Reduzierung bei der Migration haben. Der liberale Ampelpartner meint, erstmal reden und vorher nichts ausschließen. Wir müssen über alles sprechen, was die irreguläre Migration nach Deutschland regelt. Wir wollen ein weltoffenes Land sein. Wir brauchen Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt, aber eben keine irreguläre Migration in die sozialen Sicherungssysteme. Seid Menschen. Das Zitat von Margot Friedländer war gestern Hintergrund für ein Gruppenfoto mit Friede Springer und Springer-Vorstand Matthias Döpfner. Eine Mahnung, bei aller Dringlichkeit das Augenmaß nicht zu verlieren. Und über die aktuelle politische Diskussion jetzt Achim Unser aus dem Deutschen Bundestag. Der jüngste Vorschlag von Friedrich Merz lautet, einfach mal Probeweise auszuprobieren, alle Migranten an der deutschen Außengrenze zurückzuweisen, also all jene, die illegal einreisen wollen.
Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hält davon wenig. Sie sagt erneut, das ist europarechtlich nicht durchführbar, denn man müsste dafür sozusagen anmelden, dass die innere Ordnung Deutschlands bedroht sei. Und Nancy Faeser, die Innenministerin, sagt da, ich werde doch nicht sagen, dass meine Polizei die Lage hier nicht mehr im Griff hat, weil das würde einfach nicht stimmen. Sie verweist zudem darauf hin, dass viele Erstaufnahmestätten nur zu 50% ausgelastet seien. Also auch das hätte dann juristisch keinen Gehalt. Da würden die Richter sagen, seht ihr, ihr habt ja noch Plätze, ihr habt noch Aufnahmeplätze. Also was soll das? Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Union, sie erhofft sich eben aus diesem zumindest probeweisen Ablauf, dass dann eben ein Dominoeffekt entsteht, nämlich dass, wenn Deutschland zurückweist an der Grenze, dass das Österreich dann auch tut, alle anderen Länder dann auch tun, die um Deutschland herum sind, weil sie dann eben ansonsten das Problem mit den illegalen Migranten hätten. Allerdings, das würde dann bedeuten, dass sich an den Außengrenzen der EU tatsächlich da dann alle stapeln werden. Also dass da möglicherweise dann in Griechenland, Italien wieder so ein Chaos entsteht, wie wir es vor 5 Jahren schon einmal hatten. Und allein das würde dann vermutlich auch dazu führen, dass die Richter sagen werden, so kann es nicht gehen, ihr müsst euch alle schon an das Dublin-Verfahren halten. Wobei, da hat die Union ihren Punkt, das Dublin-Verfahren, es ist einfach sehr löchrig und es funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich angedacht war. Rund 2 Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen haben CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt und die BSW-Bundesvorsitzende Sarah Wagenknecht erstmals persönlich über eine mögliche Zusammenarbeit beraten. Sprecher beider Parteien bestätigten das Treffen. Themen waren demnach die politische Lage in Thüringen, Migration, die Stärkung der Wirtschaft, Gesundheit, Pflege und Unterrichtsausfälle sowie die außenpolitischen Forderungen des BSW. Vogt strebt die Bildung einer Landesregierung in Thüringen an. Dabei steht eine Koalition aus CDU, BSW und SPD im Raum, die aber mangels eigener Mehrheit eine Minderheitsregierung wäre. Wagenknecht war in Thüringen nicht angetreten, hatte aber ein persönliches Gespräch mit ihr zur Voraussetzung für eine Zusammenarbeit auf Landesebene erklärt. Ein ähnliches Treffen gab es zuletzt mit Sachsens Regierungschef Kretschmer. Donald Trump lehnt nun doch ein weiteres Fernsehduell mit Kamala Harris im US-Präsidentschaftswahlkampf ab. Trump teilte nun mit, eine dritte Debatte werde es nicht geben. Dabei zählte er das Duell gegen Präsident Joe Biden im Sommer offenbar mit, nachdem der sich ja aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat. Kurz nach dem jetzigen Auftritt gegen Kamala Harris hatte Trump erst noch offen gelassen, ob es eine weitere Sendung geben könnte. Gewählt wird ja am 5. November. Im Ukraine-Krieg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, droht Wladimir Putin, der russische Präsident, dem Westen erneut eine Zustimmung des Westens zum Einsatz weitreichender westlicher Waffen der Ukraine gegen Ziele in Russland, käme für den russischen Präsidenten einem Kriegseintritt der NATO gleich, sagt er. Ja, Hintergrund ist die vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj erbetene Freigabe westlicher Waffen auf russischem Territorium. Seit Tagen spitzt sich ja der Kampf um die Region Kursk zu. In dem westrussischen Gebiet hat die russische Armee mit einer Gegenoffensive zur Rückeroberung der von der Ukraine kontrollierten Gebiete begonnen. Und jetzt schauen wir auf die aktuellen Wetteraussichten und natürlich auch, wie es mit eventuellem Hochwasser aussieht. Im Süden von Bayern und an der Oder startet der Freitag mit Regen. Sonst haben wir einen teils freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. An der Nordsee kommen Schauer auf. Am Nachmittag weiten sich die Regenfälle von Osten her wieder etwas weiter in die Mitte aus. Für den Rest des Landes gibt es neben etwas Sonne immer wieder mal gewittrige Schauer. Im Süden Bayerns haben wir nur 7 bis 10 Grad. In Berlin haben wir dagegen 15 Grad und in Hamburg sogar 17 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es im Osten und Südosten noch regnerisch. Zumindest ist das Wochenende im Nordwesten wieder schöner. Die neue Woche startet wieder wechselhafter. Aber danach bekommen wir die Sonne zurück.